Recht herzlich willkommen zur 29. Folge von Simotrans. Und wir waren letztes Mal am Überlegen, ob wir Vieh bzw. Milch transportieren wollen. Und dafür müssen wir gerade noch mal gucken, wo der Hof ist, der das produziert. Das war hier unten irgendwo, ne? Oder ist der da? Vieh und Milch für den Markt in Norddeutschland. Ach so, das ist der Markt, ja. Den Markt in Radolfzell. So, das würde bedeuten, hier mit dem LKW und von dort nach dort mit dem Schiff. Könnte man machen, ne? Und hier einen Hafen hinbauen. Was haben wir denn hier so? Monatlicher Importeur, Verbrauchermarkt, Mandeln, Wafer und Südfrüchte. Bringt da auch so viele Sachen mit, ne? Sack, Paletten, Paletten. Was haben wir hier unten noch? Eine Sehenswürdigkeit. Und da am Ende war auch noch sowas, ne? Das ist hier ein Elbtunnel oder sowas, ne? Ja. Genau. Ja, was ist zu überlegen? Zwei Stationen darüber bringen, läuft, oder? Döbeln. Döbeln hat einen Hafen, den brauchen wir also nicht nochmal bauen. Das würde bedeuten, hier einen Hafen hin und wir können das da alles hin transportieren, oder? Das Vieh mit einem LKW bis hier hin und hier vorne den Anleger hinmachen. Ich glaube, das machen wir mal. Stückguthafen, Frachthafen, Holzhafen. Ölhafen und das letzte ist ein Schüttguthafen, okay. Hafen Kai Post. Passagierterminal, Kanalschiff, ja. Nehmen wir erstmal ein Stückguthafen. Da geht's nicht. Da geht's. So, den haben sie gebaut. Lehnen wir ja alles an, ne? So, jetzt bedeutet das, wir brauchen ein Schiff. Wo war unsere? Da oben. Das ist unsere Werft. Der war jetzt hier nur ein Schlepper. Was ist das für einer? Inselversorger, James Sand. Sand. Der kann 60 Vieh durch die Gegend transportieren. Und der 70. Ich lass uns mal gerade gucken. Machen wir einfach so hier. Sind die drei also. Der kann, glaube ich, den ziehen und das ist ein einzelner. 9 und der 10. Der ist schneller. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, wir nehmen den, ne? Der kriegt jetzt einen Fahrplan. Müssen wir da mal rüber. Waren wir schon zu weit, ne? Hier ist der. Von da nach da. Daneben. Jetzt sind wir getroffen. Na, den freien Wegpunkt können wir gleich mal weglöschen. Den haben wir jetzt da aus Versehen reingemacht. Und diesen hier können wir definitiv auf 100% setzen. Weil wir wollen da ja was hinmachen. Gut. Jetzt haben wir hier schon wieder irgendwas falsch gemacht. Nochmal den Fahrplan bitte auf. 100.
Neue Linie. Linie 23. Schiff. Dann machen wir mal Motor, Schiff, MS, Vieh. Machen wir erstmal so, ne? Steht. Läuft. Und starten. Der fährt schon mal da lang. So. Jetzt fällt mir gerade so ein, das Vieh muss ja auch versorgt werden, aber es ist nur ein Verbraucher, kein Zulieferer. Das ist schon mal gut. Und hier ist das ähnlich, ne? Sackpalette Stück gut. Ja, das passt alles. So, jetzt müssen wir aber noch hier Straße bauen. Da wir von da nach da müssen. Warte mal. Ist auch interessant, dass er das nicht so weiterzieht, ne? Verbunden ist es. Okay. Und so. Passt. So, dann brauchen wir da zwei Haltestellen. Ladeplatz da. Und da. Und hier müssen wir noch ein Depot irgendwo bauen. Das brauchen wir nämlich noch. Da. Und das da hin. So. Dann brauchen wir einen LKW, der Vieh transportieren kann. Jetzt haben wir Backwaren ausgesucht. Vieh. Kann der transportieren. Der könnte es auch, oder, ne. 10 Stück Vieh ist schon gut. Fahrplan. Von da nach da. Wunderbar. Beim ersten Vollladen bitte. Und das ist eine neue Linie. Das ist ja Döbeln. Hof. Hafen, ne? Machen wir mal so, genau. So, das haben wir. Können wir schließen und starten. So, der müsste jetzt ja losfahren, macht er auch. So, den Auslösen doppelt angeklickt, aber nicht schlimm. So, der dürfte aber nichts transportieren zurzeit, weil noch die Kette nicht geschlossen ist. Denn die brauchen wir noch hier. Von Döbeln geht's dann los zum Markt. Da haben wir hier das Depot. Und da brauchen wir auch ein Vieh-LKW. Nehmen wir auch den. Und der kriegt den Fahrplan vom Hafen zum Markt. Da müssen wir nur gerade reingucken. Da ist nur eine Bushaltestelle. Das müssen wir noch erweitern. Und zwar durch den hier. Das könnte schwierig werden, weil wir den Bus blockieren könnten, dass der da nicht durchfährt, ne? Gute Sache. Aber wir machen mal einfach hier einen Test erstmal und dann ist gut. Weiß auch nicht, ob im Markt könnte es natürlich auch mit Dingen zählen, ne? Da sind wir schon.
Am Markt haben wir doch hier mal was Passendes. So. Es ist eine neue Linie. Döbeln. Hafen. Markt. Enter. Fertig schließen. Der könnte jetzt losfahren. Würde aber nichts bringen, weil er unwahrscheinlich viel Dingens durch die Gegend fahren würde, ne? Sehr gut. Also nix. Ich habe ihn jetzt gestartet. Das war jetzt 67 Passagiere warten. Die wollen wir gar nicht haben, sondern wir wollen den LKW hier haben, ne? So, er müsste jetzt eigentlich auch schon. Laden können, ne? Weil der fährt zum Markt und der auch. Das war nur das Schiff. Das Pferd. Von da oben nach da unten, ne? Das wird eine Weile dauern, bis es ankommt. Da fährt der erste LKW dann schon mal so die richtig schönen roten Zahlen an, ne? Hätten wir doch nicht fahren lassen sollen. Jetzt macht die Bilanz. Er macht nicht betriebsübrigens was. Ja, ist auf jeden Fall nicht so schlecht. So, der kommt da gleich an. Wir müssen mal gucken, ne? Wie es läuft. So, der hat jetzt angelegt. Sollte eigentlich auf dem Bauernhof was passieren, ne? Oder? Ah, es hat doch damit zu tun, dass wir hier an diesem Hafen vielleicht das falsche Terminal dann haben, ne? Oder? Ja, da müssen wir das noch ändern. Hierhin. So, Frachthafen. Stückguthafen. Das ist ja der Frachthafen, der das sein muss, ne? Ist direkt da dran gebaut jetzt. Was haben wir denn hier noch? Holzhafen, Ölhafen und Schüttguthafen. Das ist es nicht. Die Frage, was jetzt hier falsch läuft. Da steckt jemand irgendwo fest, ist aber schon da oben. Sieht so aus. So, er ist jetzt dort unterwegs. Das Vieh wird nicht transportiert. Wir haben aber einen Vieh-LKW, oder? Ja. Hat er einen Vertrag mit dem Markt? Hat er. Ja. Das passt also auch. Wo hapert es dran? Das ist das Schiff. Ist das jetzt das Schiff? Ich glaube ja, ne? Nochmal die Linie ändern. So, einfügen.
Da lang fahren. Und stehen wir gerade. Er fährt jetzt woanders hin. Fahrplan nochmal ändern. Jetzt kommt er dahin. So. Ja, wir haben hier ein Stück, 61 Stück Vieh. Erinnert sich aber gerade nichts dran. Ne? Haben wir im falschen Bahnhof hier sitzen oder was? Da nochmal hin. Frachthof. Geht da nicht hin. Ich glaube, so ein Frachthof ist so eine Endstation, oder? Ich mach das einfach mal testen. Gut. Und dann brauchen wir da nochmal Döbelnhafen Markt. Nee, das war es nicht, sondern Hopfen. Ist das Linie 24, ne? Genau, die ist es. Hat schon wieder den Namen nicht übernommen, ne? Döbelnhof Markt. Nee, Hafen. So, das haben wir schon mal. Linie ändern. Machen wir dahin, egal. Da 100%. Und den ersten löschen wir raus. Lassen den fahren. Wo ist denn das Auto? Ach, da. So, jetzt fährt er erst weg. Und dann kann er wieder hinfahren, ne? So, dann gucken. Daran hat es wahrscheinlich auch nicht gelegen. Frachthof ist es auch nicht. So, was machen wir jetzt? Ich komme jetzt gerade nicht hinter, wo das Problem liegt. Da muss ich erst recherchieren. Ich würde sagen, für die Folge soll es erst reichen. Und falls der Michael zum Beispiel weiß, wie es weitergeht, dann möchte er es mir doch bitte schreiben. Oder auch ein anderer Simotranser. Dann gucken wir danach. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.